Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Master Buedas mit dem Rabbit zockt wieder. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und wir bauen ein Volleyball. Das Thema war ganz zu Anfang, wo ich mit Master Buedas angefangen habe, eine gefühlte Milliarde Mal. Echt? Und seitdem, ja, ich habe es schon ewig nicht mehr gehabt. Ich hatte am Anfang locker von den ersten 10 Runden 5-mal Volleyball. Also du hast es jetzt auch perfektioniert, sagst du? Nö, ich habe schon wieder alles vergessen, das ist ja das Problem. Das ist ja schon wieder viel zu lange her, weißt du? Ja gut, ne, dann Ja gut. Ich versuche einfach mal was. 1, 2, 3, 4, okay. Und diese Reihe. Hast du denn dieses Mal eine Idee, lieber Freak? 1, 2, 3, 4, ja, und diese Idee wirst du häufig sehen. Ja? Ja. Baust du Volleyball? Die Spau-Volleyball, ja. Also baust du richtige Volleyballs? Baust du so einen Ball? Alles klar, dann ihr wisst Bescheid. Wenn also ein kommt, dann ist es von Freak. Ist es so unerkennbar, was du da gerade baust, dass du selber nicht weißt, was es darstellen soll? Ich sag mal, es ist kompliziert. Alles klar, ich bin, ne? Ich weiß auch nicht, ich habe eine Idee, ja. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen soll. Und du hast ja gesagt, also quasi, du hast mich ja gefragt, ob ich einen Volleyball baue. Natürlich, ist das Thema. Ja gut, aber man kann ja so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, ne? Ja. Bin mal sehr gespannt, was bei dir kommt, wirklich. Ich freue mich gerade voll drauf. Also gespannt bin ich immer in meinen Runden. Wie ist denn jetzt? Ich habe gerade so ein kleines Untergrundproblem, merke ich gerade. Aber wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, ist verkackt. Naja, muss dann es halt so sein. Wäre natürlich nicht so schön, wenn du jetzt verkackst. Dann sage ich, war Absicht. Ich wollte deine Aufnahme nicht kaputt machen, sage ich dann einfach. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ne? Ich bin einfach, ich weiß einfach, was meine Mitmenschen wollen und versuche immer darauf einzugehen. Ich bin schon wieder voll in. Was habe ich denn hier gebaut? Oh, Kacke. Ich weiß das nicht. Ich bin schon wieder voll in der Konzentrationsphase. Ach, ich bin gerade noch relativ entspannt ausnahmsweise, weil ich dieses Mal wirklich so da sitze und mir denke, okay, ich will gar nicht fertig werden, also schon irgendwie, aber ich will einfach mal das umsetzen, was ich mich nie getraut habe. Weil ich immer gedacht habe, okay, ich schaffe das in der Zeit nicht. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Da könnte man jetzt meinen, du hättest da vielleicht jetzt eine Innovation. Vielleicht bluffe ich auch einfach nur, weil ich gerade so verzweifelt bin. Wir hoffen es mal nicht. Wie viele Spieler hat ein Volleyballteam? Da fängt es nämlich schon wieder an, ne? Ja, ich bin nicht der Volleyball-Experte. Ich bin nicht so der Volleyball-Freak. Womit wir wieder beim Freak werden. Mensch, das ist ja hier. Ach, das ist ja verrückt, ne? Also, das ist ja verrückt, Junge. Bin schon relativ fertig. Achso, das Bodenproblem. Ah, easy. Problem gelöst. Oh, ich muss gerade jede Menge abreißen. Ich habe mich da doch ein bisschen verkalkuliert gerade. Oh, das ist nicht so gut. Aber soll nichts an meiner Idee ändern. Also das ist, Ist sie denn auch so erkennbar? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, das geht so auch nicht. Ich hätte ganz gerne noch 2-3 Minuten mehr, dann würde ich es tatsächlich zu Ende schaffen. So wird es nicht ganz fertig. Oh oh. Ist das hier auf Englisch alles? Nee. Doch, doch. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Da sind sie. So. Zack. Zack, zack, zack. Ich werde so nicht fertig. Oh Mann, schade. Ja, ist, ne. Kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Ich habe meins auch super einfach gehalten, ne? Also. Oder fliegt so ein bisschen. Nicht so cool. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier noch bauen soll. Du bist schon wieder fertig, oder wie? Mhm.
Ja, also so groß bauen mache ich halt tatsächlich gar nicht. Also nicht zu groß. Brauche noch einen Ball. Ja, dann machen wir Oh, schnell. lol, die Zeit ist schon vorbei. Oh, Ja. nö. Och, nö. Gut. Satz mit X. Mäh. Das ist meins. Ehrlich? Das ist deins. Ja, ich habe den Ball nicht fertig gekriegt, sonst wäre das doch geil geworden, oder? Nein. Wie jetzt nein? Das ist nicht deins, sag ich Ist doch. es auch nicht. Also, nee, Das nee. nicht in die Luft fliegt, ist ein. What the heck? Das ist gut. Ernsthaft? Wie groß das Netz halt ist. Ist. Ja. Ne, ist. Meh. Das ist gut. Okay, ist okay. Ich weiß, was da jetzt ist. Aber da hast du. Also, ne? Das Problem Boah, ist, du hättest mal what? mein. Das ist amazing. Findest du? Finde ich schon. Guck mal, der hat ja sogar Boobies gemacht. Ich gebe nur ein Okay, weil nur eine Person da ist. Ja, schon, aber das, was da ist, ist, ich meine, ne? Gibt Leute ohne Freunde, die spielen dann halt alleine Volleyball. Das finde ich cool tatsächlich. Das ist halt mal, das ist jetzt auch mal, das könnte Ich sogar finde deins das sein. Netz halt viel zu hoch, ne? Ich finde es Ach nur so. mehr. Und vor allem überleg mal, wenn der Ball, aka der Ziegelstein da so runterkommt. Bestimmt nicht ganz so angenehm. Das meins. Das ist deins. Ja, ist okay. Ist aber nicht meins. Ist Der hat trotzdem da, okay. glaube ich, die Sportarten so ein bisschen verwechselt. Guck mal, da ist so ein Kreis wie beim Basketball in der Halle oder so. Das meins. Das ist Ich sag das deins. jetzt so lang. Nee, keine Ahnung. Ich will dich wirklich. Nee, ich sollte einfach jetzt ab sofort gar nichts mehr sagen. Bin echt gespannt, ob du meins erkennst, wenn es kommt. Wir haben auch eine ganz schön große Runde, ne? Also. Ja. Viel, viel Konkurrenz auf jeden Fall. Daisy, die war doch eben schon in der Runde, oder Ja. nicht? Ach, guck mal, das ist relativ entspannt, ne? So eine kleine Runde mit Liegestühlen. Ist okay. Ich finde das halt mit dem Redstone nicht unbedingt so geil gelöst. Nee, es ist mehr. Ich hatte auch erst My Eyes Are Bleeding. Da ist mir nochmal angeguckt, habe mich von dir ein bisschen beeinflussen lassen und habe Aber der dann. Zuschauer hat wenigstens das Netz nicht so übertrieben hoch gemacht, weil die anderen haben irgendwie die Netze immer so gemacht, keine Ahnung, dass die dreimal so hoch sind wie die Zuschauer. Die Spieler. Das ist ganz nett. Das finde ich nicht gut. Ist Wegen auch der. nicht gut, ist amazing. Oh. Was? Das ist ein ganzes Stadion. Nee, gerade eben wegen dem Stadion fand ich es jetzt so ein bisschen verwirrend. Ja, aber die haben doch auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Hier könnte man schon wieder fast das Buch zücken. Was hat denn das mit Volleyball zu tun? Ja gut, Buch ist ja nicht dafür da, dass jemand Scheiße baut. Buch ist ja, ne, wenn jemand Penisse baut. Ja, Homie oder geht. halt völlig am Thema vorbei, ne? Vielleicht kann er nicht so gut lesen. Vielleicht wusste er nicht, was Volleyball heißt. ja. Alles okay. Ach, das ist jetzt okay. Und mir hast du mehr gegeben. Ich glaube tatsächlich, habe ich mehr gegeben, ja. Weil das Stadion ist, das passt für mich nicht. Das ist hier was Gutes. Auch wenn da hinten dein Männchen, was du so amazing fandest, ne? Aber hier sind zwei Personen, die gegeneinander spielen. Ja, aber die Figuren sind schon richtig fägert, ne? Also ist okay, klar, keine Frage. Aber die Figuren sind mehr so unheimlich. Lol. Okay, das ist dann doch wieder zu einsam. Hier gibt es auch nur ein Meh. Alleine nur, weil es hier mit den Spinnenweben der Poller gebaut Ja, wurde. würde ich auch sagen. Ja, und so einen Riesenball hatte ich vorher auch. Und das war halt irgendwie, habe ich mir gedacht, bei den kleinen Villagern, das kannst du nicht machen. Alejandro, aber echt, du hast ja gar keinen Ball jetzt gemacht. Doch, hatte ich einen Würfel. Wo bin ich? Du bist Zweiter geworden mit deinem Stadion. Weißt du, Freak, irgendwie habe ich das Gefühl, du möchtest mich hier manipulieren. Die Leute sind auf meiner Seite, du nicht. Ja, aber Naja. ich hab wahrgemacht, ich bin noch schlechter geworden diese Runde. Wie viel da warst du? Ich hab's nicht gesehen, ich war. Vorletzter tatsächlich. Was? Ja, okay, das ist übertrieben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal nicht wieder. Macht's gut, ciao! Tschüss.